What's up, meine Damen und Herren, wir sind zurück. Why? Nizar und Cheyenne, die Deutschen, der beste Podcast in der ganzen westlichen Hemisphäre. Nee, weltweit, das ist eigentlich Quatsch, was ich sage, überall. Weltweit? Ja, ja. Okay. Weltweit, auch in Kongo. Ohne die Zahlen aber zu haben. Boah, ich brauche die Zahlen nicht. Gibt es in Kongo einen besseren Podcast als die Deutschen? Wenn du Kongolese wärst, was würdest du hören? Die Deutschen? Ja. Wenn du aus Malaysia wärst, was würdest du hören? Die Deutschen. Wenn du aus Nepal wärst, was würdest du hören? Die Deutschen. Wenn du aus Kanada wärst? Die Deutschen. Ja, siehst du, das heißt, das, was ich sage, entspricht immer der Wahrheit. Okay, wenn wir jetzt irgendwann mal eingeladen werden in so einem amerikanischen Podcast, ja, wie würden die uns ansagen? Also würden the die sagen, the Germans? Ja. Echt? Ja, aber ich würde das nicht akzeptieren. Warum? Ich würde verlangen, dass die Deutschen sagen. Mit aber wie würden die das sagen? Die Deutschen. Mit so amerikanischen Akzent. Und wie würden die Nizar ladies sagen? Ladies and Gentlemen. Nizar. Und Cheyenne? Und Cheyenne, die Deutschen, ladies and gentlemen. Dann würden wir kommen, ich würde extra so reden mit amerikanischem Akzent die ganze Zeit. Weißt du, aber das Problem ist, ich kenne dich ja, du liebst mich und du schätzt mich. Ja. Aber ich weiß, in so einer Situation würdest du mich reinreiten. Welche? Weil du dann sagst, ey, ich kann nicht so gut Englisch, mein Partner kennt ja, besser klar, Englisch. Ja, klar, aber es lustig ist. Ja, aber das ist unhöflich. Nein, das wäre so lustig und dann redest du Englisch. Ich finde dein Englisch gut. Guck mal, jeder versteht immer, was du meinst. Nur das zählt. Nur das zählt. Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Also ich bin erstmal sehr überrascht, danke. Danke. Wofür? Weil du mich heute überrascht hast. Ach so, ja. Ich wusste gar nicht, dass du heute kommst. Ja. Du bist einfach hier aufgetaucht. Ja, weil ich weiß, dass es meinem Bruder nicht gut geht. Boah, geil. Das, also erstmal ein Applaus, komm. Ja. Wirklich, also das ist eine sehr süße Aktion. Du bist hier gar nicht so ein Chauvinist. Ja, Chauvinist ist ja... Passt dir, ja stimmt. Schöne Grüße an die. Chauvinist passt ja aber hier natürlich nicht, ne? Aber ist egal. Ja. Die Wörter kannst du so einsetzen, ja, wie du ja, die möchtest. Das Austausch war. Ja, Hauptsache, man ja, hört sich. Ey, der Raum ist so warm, ich bin am Sterben. Ja, aber kein Geld für Klima. Ja, ey, wir brauchen auf jeden Fall. Außerdem kennst du das. Aber wo soll man es eh vorbei? Aber Woche? Kennst du die Leute? Halt mir doch aus. Der Sommer ist sowieso bald vorbei. Ja, das sagt man so aus. Jedes Jahr. Halten wir aus. Aber wenn Winter ist, ist es hier nicht mehr so warm, ne? Nein. Oder ist es wegen dem Licht, wird das so bleiben? Es wird. Schon warm, aber das unterstützt nochmal die Außentemperatur. Okay. Wie geht's? Was ging so die Tage? Viel Stress, Bro. Ja. Viel Stress. Stress. Ja, das ist so, wenn man ins Businessleben eintaucht. Ja. Ich war... Was hast du gemacht? Ich war auf einer Comedy-Show in Düsseldorf. Wie war's? Es war sehr stark. Ich habe mit Toni gespielt, mit Halit, mit Bruno und Benaisa. Okay. Alle waren on fire. Ja. Es war eine sehr geile Show. Und da war ein Fan... Weil jetzt hast du richtig reingeschissen, ne? Seit du diese Ansage gemacht hast, kommen jetzt alle und überreichen mir Geschenke, die ich dann mitschleppen muss für Cheyenne, für Cheyenne. Wir hatten ja in Hannover, der Goran, liebe Grüße an Goran. Ey, Goran, vielen Dank für das Buch. Der hat dir ein Buch geschenkt. Ja. So, und jetzt in Düsseldorf kam ein sehr nettes Mädchen, die mir übrigens auch mein Schachbrett geschenkt hat. Wow. Ich habe aber die Geschenke nicht aufgemacht. Ich habe dir diese Tüten so übergeben. Was war da drin? Es war einmal ein Paris-Shirt drin von meiner Lieblingsfußballmannschaft. Boah, wie die schleimt. Also erstmal überragend, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wie unangenehm das ist. Ja, ich muss noch ein bisschen damit klarkommen. Ja. Du nutzt ja die Fans seit 3 Jahren schon aus. Du bist ja ein bisschen versierter in diesem Thema. In diesem Geschenke an. Ja, dieses Geschenk hat keine Bedeutung mehr für mich. Ja, ich bin da neu im Game. Ja, du bist auch so berührt, ja, ja. So wie ist die Szene so, ja. Geschenke annehmen Szene. Ja, ja. Und vielen, vielen Dank. Und was natürlich sehr krass war, da war ein Geschenk von meinem Papa drin. Krass. Das war's? Das war ein kleines Oldschool-Radio, was so oldschool-mäßig aufgebaut ist. Klar kannst du sie auch in USB und Bluetooth aber und so. Aber wie so ein Radio? Weil so der Werk, da war so auch ein Brief, so ein kleiner Zettel, da stand, zu jeder anständigen Werkstatt, Werkstatt gehört auch so ein Radio. Okay, sehr gut. Ey, vielen lieben Dank. Danke, vielen Dank an dieser Stelle. Aber sehr, sehr nett. Wir haben natürlich aber auch ein gemeinsames Geschenk bekommen. Ja, das ist geil. Darüber freue ich mich am meisten. Ja, das ist gut. Das ist so geil, das ist unser Hub. Ups, boah. Ey, du hast es kaputt gemacht. Der spielt so oft da dran. Nee, ich hab's nicht kaputt gemacht. Doch, du hast es abgebrochen. Meine Damen und Herren. Nee, jetzt läuft's wieder. Warte, wir müssen das gleich richtig machen. Ich hab's aber echt, ich hab irgendwas gemacht. Aber hört man mich? Ja, ne, man hört mich. Ja, man hört dich. Okay, ich versuche das jetzt noch so hinzubekommen. Ich hab das ja so, guck mal, verdreht. Ja. So, wir haben natürlich ein Geschenk bekommen von den geilsten Supportern. Ja, und Mann. Zwar von der Habischer Gang aus Frankfurt. Die Habischer Gang, die ist einmalig. Ja, die sind Kings. Einmalig. Die sind Kings, weil die auch alles, was die können, von mir gelernt haben. So, was haben wir hier? Also einmal eine Nizar the Last Nefri Samurai Ja. Tasse. Einmal.
Das ist geil. Aha? Cheyenne Production steht hier sogar. Weil du hast ja diesen Film, du hast ja das erste Skript hast du ja geschrieben. Ja. Und Cheyenne Production, weißt du, was das bedeutet? Dass du den Film bezahlst. Echt? Ja. Du Produktion heißt immer, wer bezahlt? Der Filmproduzent bezahlt den. Und wer ist der, der den macht? Regisseur. Ja, aber ein Produzent hat ja auch das Sagen, weil er der Geldgeber ist. Das heißt, du musst diesen Film produzieren irgendwann. Okay, warte mal. Wenn da steht zum Beispiel eine Denzel Washington Produktion. Ja, dann hat Denzel Washington das bezahlt. Ja. Echt? Ja, beziehungsweise das Geld rangeholt. Nintendo geschrieben. Okay. Und ich habe hier der King of Georgia, Wisconsin. Der King of Georgia, Wisconsin. Ja. Aber das wäre. Aber das Bild ist überragend. Guck mal. Ja, das passt auch. Guck mal, das Bild, guck mal, ne? Das haben die extra gemacht. Dein Bild, guck mal, wie gut das passt. Das sieht echt aus. Bei mir einfach, man sieht, dass der Kopf so drauf geklatscht wurde, weil der andere Kopf auch noch zu sehen ist. Dahinter. Gar keine Liebe, aber egal. So, dafür werdet ihr im Battle zerstört demnächst. Das erste Wasser auf euch. Hab ich ja, Gang. Ich kann ja nichts trinken, weil hier noch Reste von meiner Cola Zero sind. Aber wir haben noch was bekommen. Ja, genau. Das ist aber jetzt das Behindertste. Da merkt man, wie hängen geblieben die sind. Ne? Guck mal, die haben uns einfach an Palmen gegrillt. Und da gibt es eigentlich gar keine. Ja, da gibt es ja keinen. Guck mal. Ja, wir wissen, es ist ein richtiger Ghetto-Gutschein, aber Ghetto mit Herz. Lasst es euch schmecken von eurer Habischer-Gang plus Iranerin plus Türkin. Die zwei zählen wir nicht. Also vielen lieben Dank von mir und Cheyenne, ja? Ey, ganz vielen, vielen an Dank, wirklich. Edda, Messi, Magda, Jordu, Bana, Lia, Sham, Sarah, Segen, Showit, Anni und Selina. Vielen lieben Dank, ja? Was aber nicht heißt, dass ihr aufhören sollt. Ja, mit Geschenken und dass wir auf der Tanzfläche uns nicht wiedersehen werden. Nein, die supporten immer. Die kommen immer zu jeder Comedy-Show, egal wo. Und wenn ich nur 6 Minuten auf der Bühne bin. Hast du's? Ja, ich muss doch hier. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ohne Witz. Egal. Merkst du, wie das rutscht? Merkt ihr das? Ich merk das. Ja. Aber guck mal, warte, red mal, ich versuche das mal hier zu reparieren. Red du weiter. Okay, versuch das zu reparieren. Erzähl, aber ich kann ja so reden, wie so ein Radiomoderator aus den 50s. Ja, red dann so. Red dann so. Wortspiel. Also. Ja, erzähl. Also, ja, danke erstmal für die Geschenke. Scheut euch nicht, weitere zu schicken. Ihr macht das für einen guten Zweck. Ist das. Ey, das ist. Es ist abgebrochen. Jetzt hat er einfach das Mikrofon ausgesteckt. Ja, warte, ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe. Also der Typ, ne? Also handwerklich, Bro, ist da ja nix. Doch, klar, hier, guck. Nix. Also Glühbirne, okay. Zack. Ha! Wo's cracken, Alter? Okay, jetzt Nisaz geschafft. Ja, normal hab ich's geschafft. So, jetzt steckt das ein. Jetzt wird's laut, warte. So. Yo. So. Und hast hier, du's? Ja, jetzt hab ich's. Und jetzt müssen wir nur hier. Okay, erzähl mal, machen wir so eine Anleitung. Also, meine Damen und Herren, ich hab das Mikrofon natürlich entbunden. Also. Entbunden? Wie ein Kind? Ja, wie ein Kind. Und jetzt, guck mal, wie ich es perfekt hinbekommen habe. Was ist los? Hast du es eben hinbekommen, wo du sagst, hier stimmt was nicht? Aber es ist viel zu hoch, ich sehe dein Gesicht nicht. Ist doch egal, mein Gesicht ist irrelevant. Das, doch, was wir nein. sagen. Das, dein Gesicht ist wunderschön. Ist wunderschön. So, du bist ja ein sehr gut aussehender, attraktiver Mann. Findest du? Ich finde übertrieben. Echt? Ja. Warum ich würde gerne viele Dinge mit dir machen. Warum gehst du dann nie mit mir aus? Ich bin nicht so der klassische Typ, der so Dates hat. Ja, okay. So, deswegen. Aber ich würde mit dir ausgehen, wenn ich so ein Typ wäre. Was für ein Typ? So ein klassischer Date-Typ. So Hauptsache Zahlen. Okay, aber wie zeigst du mir deine Dings? Wie zeigst du, dass du wie zeigst du mir, dass du auf mich stehst? Ich zeige es dir, ja, wie? Weil Zungen reden, Taten sprechen. Ja, ja. Oh, genau. Aber ich stehe auch auf dich. Du bist schon so ein süßer Kerl. Ja, aber ich bin komisch. Erstmal bin ich komplett verformt. Mein Körper ist irgendwie verkürzt. Auch wenn ich laufe. Körper ist irrelevant. Dein Gesicht ist wunderschön. Ja, nee. Das Gesicht zählt. Und ich sehe immer müde aus. Ja. Ja, das ist, weil du so viel zu tun hast. Viel Arbeit. Ja, 2 Wochen sagst du, hast gar nichts zu tun. Arbeitslos. Ja, aber jetzt. Meine Meinungen ändern sich. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ja. Aber sei ehrlich. Ja. Denkst du, unsere Fans nehmen uns ernst? Ja. Denken die auch wirklich so, ey, krass, Nisa, so ein erfolgreicher Comedian, ein erfolgreicher Geschäftsmann? Ja, klar.
wir sind erfolgreich. Ja, aber. Aber das Problem ist, wir sind so Haiopais. Deswegen ist das so. Das ist so Perlen vor die Säue, unser Erfolg, so wie man im deutschen Volksmund sagt, ja. Wir verdienen es nicht. Aber sind wir, werden wir ernst genommen? Das fehlt mir so ein bisschen. Doch, wir werden ernst genommen. Guck mal, wie viel Freude wir den Menschen machen, wie die uns lieben. Ja, aber die gehen auch zum Zirkus und die haben auch Freude, wenn so ein Zirkus Bär... Zirkus ist stylisch. Ich wollte immer so ein Zirkusartist sein. Nein. Dort so ein Zirkusstreuner, der so rumwandert und so keinen festen Wohnsitz hat. Und so ein Artist. So ein Akrobat. Aber was würdest du im Zirkus machen? Ich wäre so Akrobat. Akrobat? Ja. Was wäre ich? Ich glaube, ich wäre so ein Moderator. Dom Teuer, oder wie der heißt. Dom Teuer ist kein Moderator. Dom Teuer ist der mit Tieren. Ne? Ach so, wer ist der in der Mitte dann immer redet? Ja, ist immer der Zirkusansager. Nein, das gibt einen Namen dafür. Ja? Wie heißt der? Ey, Zirkus. Ja. Das wäre echt, ich wollte immer so ein Zirkus sein, weil das sind alles so... Warst du schon mal überhaupt im Zirkus? Ja. Ja? Ja, als Kind. Gab's da schon Zirkus? Ja, klar. Das ist eine alte Tradition. Ich habe alles gesehen. Ich habe so einen Bär auf so einem Dreirad gesehen. Nein. Doch. Und so ein Clown, der so jongliert. Zirkusmoderator. Alles. Und so eine Akrobatenfamilie. Sprechstahlmeister. Ja. Ja, das wärst du. Ey, wir wären eine geile Zirkusfamilie gewesen. Wer? So die Gang. Weil die haben auch ein stylisches Leben. Ja. Wenn die kurz bevor die den Zirkus müssen, so Backstage sind. Was besser aussieht als bei uns. Und dann sich so schminken. Und dann reden die miteinander. Da sind die immer so Freaks. So Kleinwüchsige. Und so. So. Frauen mit Bart und so. Der hat noch diese Charlie Chaplin Zirkusse im Kopf. Ja, genau. Von früher, von 1890. Ja. Das war geil. Das ist ein geiler Style. Was für Leute. Aber du weißt, dass da schon auch Leute gestorben sind, ne? Ja. So, weil Sachen schief gehen. Ja, das zieht voll die Stimmung runter. Ja, das zieht aber irgendwie. Weil du weißt, dass so manchmal so Sachen passiert sind bei diesen Akrobatikfamilien. Die werfen sich ja so von einer Schaukel zur anderen. Dann verfehlen die einfach, den zu schnappen. Runter, plack. Und es war dann der eigene Bruder. Ja, ja, ja. Die ist ja immer eine Familie gewesen. Boah, krass. Ohne Schutz, nichts haben die so. Ich stelle mir ja immer viele Fragen. Was für Leute machen danach mit dir ein Foto nach deiner Show und sagen, ey, Nisa, du bist so lustig, du gibst voll viel was zurück und so. Geile Leute. Aber was für Menschen sind das? Wir haben die besten Fans. Aus allen Schichten, Kulturen, Religionen, Sexualitäten, alles. Eine Sache haben alle gemeinsam. Was? Die sind immer gebildet und intelligent. Nein. Doch. Das kannst du so unterschreiben? Ja. Alle. Ich denke, dass einige... Also wir haben keine dummen Fans? Nein. Wir haben vielleicht AIDS-kranke Fans, aber wir haben keine dummen Fans. Denkst du, einer unserer Fans hat AIDS? Bestimmt einer. Ja. Aber warum outet er sich nicht? Ja, ne? Wir würden das ja feiern. Warum schreibt er uns nicht eine E-Mail und sagt, ey, ich hab AIDS? Stell dir das echt. Vorgestern. Ey, weißt du, was ich gefragt habe? Ja. Guck mal, Magic Johnson war in so einem Einkaufszentrum zur Corona-Zeit und musste eine Maske tragen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, der Typ hat AIDS überlebt. Der wird doch Corona überleben. Hart, ne? Muss nicht diese Maske tragen. Vorgestern hat eine Dame mich angesprochen. Und sagt zu mir, ich bin froh, dass ich dich endlich sehe. Ich sag, warum? Sagt sie, ich suche dich so lange schon, dass ich dich mal zufällig treffe. Mich sucht keiner. Ich wollte dir schon immer was sagen. Und ich denke mir, was kommt jetzt? Und sie sagt, ich habe mich 16 Mal für den unnötigen Gast der Woche beworben. Und ich habe keine Rückmeldung gegeben. Sag ich, warum willst du der unnötige Gast sein? Das ist doch verletzend, oder nicht? Ja, das ist ein geiler Titel, ein Ehrentitel. Dann sagt die, nein, ich will unbedingt der unnötigste Gast sein. Aber was ist denn ein unnötiger Gast? So einer, der nichts mitbringt. Aber der nichts mitbringt, der nichts mit ins Gespräch bringt. Also der uninteressant ist als Person. Er sitzt nur. Obwohl jeder Mensch an sich interessant ist. Jeder hat eine interessante Seite, jeder Mensch. Ja. Wie findest man muss sie, ihn nicht finden. Wie findest du die neue Fettshaming-Kampagne? Boah, das geht mir so auf die Nerven. Ich finde das richtig schädlich für die Gesellschaft. Echt? Ja, warum? Boah, das ist interessant. Weil, ich sag dir jetzt was. Natürlich und selbstverständlich soll man sich nicht jetzt ernsthaft über dicke Menschen lustig machen, also dass es so in diese verletzende Richtung geht, sie herabwertend belassen oder herabwertend behandeln oder einfach unhöflich zu denen sein, ganz klar. Aber dieses übertriebene Body
Positivity, ja, dass so Lizzo so halbnackt bei einem NBA-Spiel ist und alle sie feiern und das jetzt extra, weil sie es allen recht machen wollen, in dieser Woke-Agenda, so dicke Leute, dicke Frauen, es sind ja meistens immer nur Frauen, bei Männern nicht, ne? Der darf ja nicht dick sein, werden auf Nike-Plakaten gemacht und so laufen über den Laufsteg, weil ein Fakt nun mal ist, dass Dicksein ungesund ist. Und dass das nicht gut für dich ist. Weder für deinen Körper, noch für deine Blutwerte, noch für deine... Cholesterin? Alles. Noch für deine Knochen, noch für deine Bandscheiben, noch für deine Knie. Egal was. Das ist nicht gesund. Und wenn du das promotest und sagst, ach, das ist gut so. Nein. Promote doch, dass man sich vernünftig ernährt und Sport. Also ich finde das richtig schädlich. Ja, liebt euch so, wie ihr seid und ihr seid toll. Ja, klar, liebt euch so, wie ihr seid. Aber so zu sein, ist nicht gut für dich. Und man muss das sagen dürfen. Das macht dich nicht schlechter, aber das ist nicht gut für dich. Feier ich null diese Body Positivity. Und jetzt übertreiben die. Ich habe jetzt auch eben The WeTransfer. Da war doch auch, was war das? Das machen die bewusst. Jetzt, um diese Leute anzusprechen. Also, anstatt zu sagen, ey, das ist nicht gut für dich, verändere das. Bleib so oder werd sogar noch dicker. Ja, da gibt's aber Leute, die dann wieder so differenzieren. Wenn du nicht mit dem Kran abgeholt wirst, so, kennst du diese Leute, die dann mit so Kran abgeholt? Ja, das hat aber einen Stil. Das hat Stil. Durch den zweiten Stock aus dem Fenster. Ja, weil das ist geil, das ist so, weißt du was, ich fress so viel, mein Leben ist mir egal. Und wenn ihr mich draußen haben wollt, dann müsst ihr mich wie Jay-Z abholen. Ey, kennst du den einen, hast du schon mal gesehen? Sein Bett hat ein Fahrwerk und ein Gestell, der kann damit fahren. Das heißt, er geht gar nicht mehr aus dem Bett raus, sondern wenn er rausgehen will. Das sieht aus wie so eine Götterspeise. Ja, fährt er auf der Straße einfach damit rum. Ja, das ist nicht gut. Also, abgesehen davon ist ja schon 10 Kilo Übergewicht nicht gut. Das ist schon nicht gut. Also ganz klar, da gibt es auch nicht Studien, die sagen, nee, das ist, es ist nicht gut. Deswegen hört auf, Fettshaming. Nur um gegen Fettshaming vorzugehen, zu sagen, ja, bleibt so. Weil das ist falsch. Wenn du gegen Fettshaming vorgehen willst, dann unterstützt deinen dicken Kollegen oder deine Freundin. Und sag, ey, das ist nicht gut. Komm, wir stellen deine Ernährung um. Können wir dir aber vorwerfen, Sport, dass du sie dann nicht so akzeptierst, wie sie sind? Ich akzeptiere sie, wie sie sind. Ich sag nur, dass das nicht gut ist. Wow, Akzeptanz beinhaltet ja nicht, dass ich das auch feiern muss, also geil finden muss. Dick sein ist nicht gesund. Es ist nicht, der Mensch ist nicht weniger wert. Ja. Aber es ist nicht gesund für dich. Es ist wie Alkohol trinken nicht gesund oder rauchen. Du rauchst ja auch Shisha. So bist ungesund. Bist du mein Freund? Ja. Bin ich nett zu dir? Ja. Bin ich immer da für dich? Ja. Aber ich finde, dass Shisha rauchen ungesund für dich ist. Ja, das ist nicht schlimm. Ja. Ganz aber dieses Shisha-Shame. Ich assoziere. Shisha-Shaming. Ja. Ich finde, wir werden Podcast geschämt. Ja, der Podcast-Shaming. Guck mal, es ist so, wir leben, guck mal, ich verstehe nicht den Drang der Gesellschaft immer. Jeder muss alles feiern. Nur dann bist du liberal und tolerant und, verstehst du? Ich kann doch cool mit dir sein und in einigen Sachen andere Ansichten haben als du, weil sonst sind wir nur Lemminge. Verstehst du? Ey, apropos Lemminge. Ja. Ich habe letztens diese Frau entdeckt auf TikTok, die du erwähnt hast, diese Veganerin. Ja, ja, haben wir schon mal drüber geredet, ja. Ja, wir haben schon darüber geredet. Ich habe die jetzt wirklich gesehen, ich weiß, wie du meinst. Ja. Also erstmal ist die total unhöflich. Super unhöflich, richtig respektlos ist die auch. Ja, also das feiert kein, also das... Das feiert auch keiner. Nee, ich habe mir gedacht, stell dir vor, die erwischt dich und fragt dich. Wenn die mich so ansprechen würde. Ja, das ist unhöflich. Da Holla die Waldfede. Ja, ja, aber das ist unhöflich. Ah, sicher. Die ist respektlos. Ja, die ist unhöflich. Das heißt, wenn jemand sie dumm anmachen würde, im Rahmen, ne? Ja. Ich sag jetzt nicht, jemand soll ihr einen Backstein auf die Zähne hauen, sondern so im Rahmen. Würdest aber keinen Unterschied sehen. Ja. Dann ist das verständlich. Weil du gehst, die geht richtig aggressiv daran. Das ist kein Aufruf für Gewalt. Ja, und sie ist provokant auch. Okay, provokant natürlich, sie will in ihren Videos viral gehen. Ja. Allerdings, was ich nicht in Ordnung finde, sie spielt mit der Psychologie. Ja. Wen zeigt sie da? Das sind immer kleine Kinder, die unter 18 sind fast. Und dann nimmt sie sogar extra Leute, die
ein bisschen weniger Bildung haben. Ja, klar, damit sie die zerstören kann. So, ja, und dann... Wir laden dich ein, komm hier hin. Komm, komm. Ja. Können wir sie oder er, ich weiß nicht genau, ja. Komm. Wir müssen ja heutzutage nachfragen nach den Pronomen. Sind die... Sind wir transphob. Okay, das sind wir. Frag die Nachfrage nach den Pronomen. Okay. Komm gerne vorbei, aber... Ich sage dir jetzt schon, ja, das wird nicht gut für dich ausgehen. Sei höflich. Ja, das, weil du wirst hier zweimal zerstört. Ja. Einmal von mir auf intellektuellem Basis, ja, und einmal von ihm einfach so aus Prinzip. So mit der Dampfhammer-Methode. Ja, es ist, guck mal, ich verstehe schon, was sie sagen will, ne? Es ist auch schön, dass sie so überzeugt ist von ihrer Sache. Ja. Ich finde das echt gut. Ja. So, aber was ist das für eine Art? Das ist doch nicht bei den Kreuzzügen. Ja, Bruder, die war drei. Ich hab das überlegt, dass sie doch so zieht ein Schwert. Und ich, wohin? Also ist das gut, wenn du da, wenn ich deine Mutter esse? Ja, ich hab voll Angst. Ja. Entspann dich mal. Du sollst ein Steak essen, deswegen brauchst du so ein bisschen die Proteinzufuhr bei dir. Ey, wenn die kommt, ne? Ja. Ich bestell mir eine Lieferung vom Palmgrill. Ich auch. Ein Hähnchen ich auch, ja, so 100%. Sag ich, ey, willst du aufessen? Das ist ein gutes, das Hähnchen ist normal gestorben, nicht wie die anderen. Ich würde da voll reinreiten. Ich liebe, hast du nicht diesen Typ gesehen, der viral ja, auf Twitter bisher nicht. Ich habe so einen Typ geteilt, der war auf so einer Veganer-Demo. Ey, du hättest den gefeiert, der war so stylisch. Die Leute kennen das Video wahrscheinlich. In New York war eine Veganer, also ich glaube es war New York, ist auf jeden Fall in den USA. Da war eine Veganer-Demo und da ist einfach einer mit so einem Dönerspieß, hat sich vor die und hat nicht geredet, nichts, hat einfach nur so. Die schreien den an. Beleidigen den. Du hast einen kleinen Dings und du bist kein Mann. Willst du dich? Beleidigen ihn von oben bis unten. Und dein Vater ist so und deine Mutter ist so. Und er macht nichts, ist ganz entspannt. Mit dieser Art, du weißt, ich meine. Das musst du mir gleich zeigen. So, das ist richtig lustig. Ja, aber die geht richtig viral momentan, ne? Ja, nee. Ist das sie oder ist es ein Team? Ich glaube, ich weiß sie mit nicht, ob sie ein sie oder ein er ist. Doch, ich glaube schon, dass sie eine sie ist. So, da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ja. Weil sie es auch nicht öffentlich bekannt gibt. Ist ja nicht schlimm, dass du heute verwirrt bist, weil ja, es ist ja alles austauschbar. Genau. Du musst es gar nicht wissen. So. Viral nenne ich was anderes, Bruder. Ja. Auf TikTok viral gehen ist schon mal nicht schwer. Ja. So, das ist kein Erfolg für mich. Ja. Allerdings finde ich diese Videos, die geben nichts mit. Ich sehe nur eine, tut mir leid, ich sage, eine Frau, die sehr asozial ist, ja, und sehr unhöflich und respektlos. Ich finde ihre Meinung dahinter, wenn sie zu was steht, wie du es gesagt hast, finde ich in Ordnung. Ja, finde ich auch gut. Gut, steh. Wenn du auch zum Beispiel für, keine Ahnung, für die Antarktis einstehst und das Schild hochhältst und sagst... mit so Eiswürfeln. Ja, Eiswürfeln und sagst so, ja, der Klimawandel. Alles schön gut, mach das. Aber stell dich nicht vor meine Ampel, ich muss weiterfahren, ich muss zur Arbeit. Ja, 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 Unwitz. So, alles gut, mach. Aber das ist auch, ich würde sie feiern, wenn sie mit so einem bekennenden Fleischesser ist, der aber hochgradig gebildet ist. Ja, oder genau weiß, was in welche Nahrungsstoffe, genau, oder Nährstoffe in Tierprodukten sind, was davon der Körper, genau, abbaut, was aber er braucht, genau, mit so einem diskutieren. Genau, aber diese Frau wird sich niemals trauen, deswegen kann ich sie nicht ernst nehmen, nee. Weil da würde sie nicht, wie dieser eine Typ, der nicht die Diskussion mit dir suchen wollte, ah, genau, weil er weiß, dass er zerstört wird, ja, weil er im Unrecht ist. Genau, deswegen. Wenn du im Unrecht bist, suchst du dir nur Leute. So, und so Mensch kann ich nicht ernst nehmen, ja, weil wenn du wirklich dazu stehst, dann diskutierst du auch mit, ja, jemandem, der dagegen ist. Und such dir nicht irgendwelche kleine Kinder, 15, 16, die sagen, ich esse aber Fleisch, was willst du machen? Ja. Also bitte dich. Ekelhaft. Und natürlich will sie provozieren, das merkt man von ihrem Auftreten, diese kurze Haare und so. Sie will etwas sein, was sie eigentlich nicht ist. Man merkt das. Eine Lesbe. Ja. So, das ist immer so ein Aufschrei. Ja. Du siehst ja auch Schrei nach Liebe. Ja, so eine Schrei. Haben die Ärzte schon damals gesungen. Schrei nach Liebe, weil du siehst ja auch eine Frau, wenn die dann, keine Ahnung, so im mittleren Alter ist und dann so unverheiratet, dann hat die so lila Haare, ja, und so und geht dann, sitzt dann bei 20-Jährigen in einem Club und, ja, wartet, man merkt ja, da, ja, stimmt ja irgendwas nicht. Also dann, ey. Vor allem gerade, wo die viral ging, kam jetzt wieder ein Bericht in den USA, glaube ich, war das auch wieder, dass eine Frau verurteilt wurde, weil das Kind gestorben ist, wegen Unterernährung, weil die Mutter Veganer war und die hat dem Kind nur vegane Ernährung gegeben. Aber damit das Kind
wächst alles, das Gehirn, die Knochen, die Muskeln, braucht es tierische Nahrung, was ja angeblich so schlecht für den Mensch ist. Aber egal, man kann alles ausdiskutieren. Man kann ja alles ausdiskutieren. Weißt du, Pro und Contra, natürlich gibt es Sachen, da gibt es kein Pro. Ja. Es gibt ja auch Veganer, zum Beispiel, den habe ich mal kennengelernt vor ein paar Monaten. Andy Kraniotakis. Der sagt zu mir, ey, guck mal, du bist Fleischesser. Ich finde das in Ordnung, ist deine Sache. Allerdings würde ich dir raten, Fleisch zu viel ist auch nicht gut. Reduzier es mal. Ja. Es muss nicht jeden Tag sein. Für Gemüse ist auch nicht gut. So, aber dreimal die Woche vielleicht oder viermal die Woche. Zum Beispiel. So eine Meinung nehme ich auch an und sage, ey, danke, dass du an mich denkst. Ja. Auch wenn ich denke so, ja, ich esse trotzdem jetzt jeden Tag. Fleisch ist life. Fleisch ist life. Na, 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 na. Fla, 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 Fleisch. Na, 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 na. Ich habe vor ein paar Tagen, da er auf Amazon Prime und auf Sky mittlerweile verfügbar ist, den Elvis-Film gesehen. Hast du ihn doch jetzt geguckt? Ja, ich habe ihn geguckt. Und? Kannst du mir empfehlen? Mein Fazit ist, ich überlege, ob das das zweit- oder das drittbeste Biopic ist aller Zeiten. Mit allen genommen. Muhammad Ali, James Brown, Sportler, Jackie Robinson, egal wer. Also jeder Film, der auf dem Leben eines echten Entertainers basiert. Und eins? Eins ist Ray, immer noch. Zwei, sage ich immer noch, ist What's Love Got To Do With It von Tina Turner. Aber vielleicht ist Elvis auch. Aber Elvis war brutal. Wirklich stark. Aber sieht er wirklich so aus? Weil im Trailer kommt er nicht so rüber. Guck, 1:1. Performance, Bewegung, alles. Man sieht ja auch auf TikTok oft so Videos, wo jemand die Original-Performance von Elvis genommen hat. Es ist zu krass. Der Film war super. Und dann, ich glaube, wenn man den Film guckt, hat man sehr starke Sympathien für das Phänomen Elvis. Bedeutet, auch wenn du sagst, ey, seine Musik gefällt mir nicht, du wirst es verstehen, warum Elvis ist. Du wirst gucken und sagen, okay, jetzt verstehe ich, jetzt kann ich es nachvollziehen. Echt? Ja, und Tom Hanks, oh mein Gott, du wirst den hassen nach dem Film. Das ist dieser schmierige Musikmanager. Und was am faszinierendsten ist, dass in den 50er Jahren das Entertainment-Business genau wie jetzt war. Alles siehst du da. Cancel Culture, Medien versuchen einen zu zerstören. Echt? Dann muss man extra sich anpassen oder der Manager sagt, mach doch das und das, damit die sehen, dass du ein guter Amerikaner bist. Und es ist zu krass. Alles. Das ist richtig, richtig faszinierend. Geil. Fasan hat mir letztens einen Film empfohlen. Da haben wir uns nur den Trailer angeguckt. Habe ich auch nicht geguckt. Ich glaube, der Founder. Das war das. Das auch wahre Begebenheit von dem, der das McDonalds-Imperium aufgebaut hat. Was ist ein Film oder eine Doku? Das ist ein Film. Hab ich nie von gehört. Mit wem? 2016, 2017 kam der sogar raus. Keine Ahnung. Trailer war sehr, sehr spannend. Und dann siehst du ja, McDonalds haben ja zwei Brüder erfunden. Ja. Und der Typ war eigentlich nur ein Milchshake-Mixer-Verkäufer. Ja. So ein Vertreter. Und der hatte das erkannt, hat daraus ein Imperium geschaffen. Und was für eins. Und hat die rausgeekelt. Ja, das weiß ich. Dass sie nichts davon haben, sozusagen. Ah, doch. Ja, ich weiß. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Der soll gut sein. Fasan hat ihn angeguckt, das ist brutal. Aber du bist ein Musikfan. Und deswegen soll, Bruder und alle in dem Film, ne? B.B. King, Little Richard, alles. Deswegen, du sollst den Film gucken. Also für dich als Musiker. Ich guck den morgen. Guck den, der ist echt geil. Und guck mal, der geht fast 3 Stunden. Du merkst, den ist super unterhaltsam. Du fängst an, du bist sofort drin. Ist richtig, richtig gut gemacht. Wirklich. Also ich werde den Film auf jeden Fall nochmal gucken. Ich kann den Elvis-Film an die Menschen da draußen nur ans Herz legen, wenn ihr aber auch Musik interessiert seid. So, aber auch nicht. Der Film ist an sich gut. Ist ein gutes Drama. Ist ein guter Film. Elvis. Elvis, würde ich sagen, hat 28 Minuten schon. Jo. Ja, aber es geht hier locker und flockig. Okay, weiter Elvis, ja. Elvis, ich glaube, wenn Elvis weitergelebt hätte. Ja, wäre der nicht so ein Star? Doch. Noch größer. Und der hätte. Und was für Rekorde der immer noch hält, ne? Wie? Ja. Oh mein Gott. Jetzt guckst du. Also das. Und guck mal, das versuche ich den Leuten immer zu erklären. Der Unterschied zwischen einem Drake oder einem Chris Brown und einem Elvis. Drake und Chris Brown sind aus der Social Media Streaming Ära. Das heißt, du kannst sie jeden Tag sehen. Sie posten ihre Stories, sie posten, was sie essen, sie posten alles. Du musst keine Platte kaufen, sondern du kannst den Song 100 Mal anklicken und dann gilt das als 100 Streams für sie. Das heißt,
das wird aufgestockt. Das gilt, das zählt zu ihren Referenzen. Eine Elvis-Platte hast du einmal gekauft und dann auch, wenn ich die 1 Million mal gehört habe, wurde die als eine Platte gezählt. Jetzt pass auf. Und in dieser Zeit, Elvis ist ja nochmal was anderes als Michael, in der Hinsicht, dass Elvis aus den 50er Jahren kommt, wo nicht alle Menschen einen Fernseher besitzen, nicht alle hatten einen Fernseher und es gab nur 2 Sender in jedem Land. Und trotzdem kennt jeder Mensch dieses Gesicht. Diese Star Power, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Kind, selbst wenn du keinen Song kennst, du kannst einem Kind das Gesicht zeigen, das ist Elvis. Dann sagen die ja, das kennen wir heute noch. Das ist ein ganz anderes Level von Superstar sein. Das kann man sich nicht. Und die waren mehr Stars als heute. Ja, klar. Die Leute sind durchgedreht. Und der war überhaupt nicht greifbar. Hast ihn vielleicht einmal alle 3 Wochen im TV gesehen. Je nachdem, wo du im Land. Und trotzdem kannst du ihn. Okay, aber dieses Unmächtigwerden in Konzerten, durchdrehen, tagelang campen. Gibt es das noch so beim Justin Bieber oder so? Ich denke schon. Ja, so, ja, bei Justin Bieber, denke ich, gibt es das, weil Justin Bieber-Fans, glaube ich, bevor jetzt die Belieber mich so angreifen, sind ja meistens Teenies, so 13, 14, 15-jährige Mädchen und die machen halt sowas. Ne? Aber ich glaube auch nicht, Bruder, von Michael Jackson, ne? Wenn du es hier Konzert, da waren Männer so alt wie mein Vater und die sind einfach in Ohnmacht gefallen. Die sehen so Michael, die so, ah! Und dann fangen die in Ohnmacht. Welcher erwachsene Mann, der im Leben steht. Alter, guck mal, bei Michael Jackson waren Männer, die Häuser für ihre Mütter gebaut haben, die so 6 Kinder haben. Die sind mit ihren Familien gleichzeitig in der Choreo so in Ohnmacht gefallen. Welcher erwachsene Mann fällt in Ohnmacht bei einem Drake-Konzert? Bei einem Justin Bieber-Konzert? Bei einem Chris Brown-Konzert? Wer? Bei Michael sind es erwachsene Männer. Das ist ein anderes Level von Star sein. Du denkst so, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist was ganz anderes. So, aber Elvis, wie gesagt, ey, 50er. Da war ich gerade mal 10. So, das ist so, guck mal, jeder kennt den. Stimmt, Elvis kennt jeder. Und er war auch ikonisch, seine Frisur, diese gegelten Haare. Der sah eigentlich aus wie ein Schwarzer, nur in Weiß. Ja, findest du? Ja, das ganze Auftreten, alles. Ja, weil Songs. Alle so aussahen. Weil alle so aussahen. Ja, aber der hat ja komplett diese... Also der sieht aus wie Jackie Wilson in Weiß. Genau. Und was war Jackie Wilson? Ein Schwarzer. Stimmt. Aber vielleicht hat Jackie Wilson den Style, also den... Also die Musik ist ja komplett kopiert. Bruder, und dann siehst du auch in dem Film, wie krass das damals war. Also das weiße Establishment, also die Älteren, den gehasst haben. Weil die gesagt haben, ey, der verschmutzt. Die Jugend. Ja, und das weiße Amerika, weil er die Negro-Music den näher bringt. Was ist das? Weil vor Elvis hat kein weißer schwarze Musik gemacht. Die haben alle weiße Musik gemacht. So Country-Musik. Zeigen die auch so mit einem Seitenscheitel und so. Okay, Elvis ist dafür da, dass er schwarze Musik den Mainstream populär gemacht hat. Okay. Genau. Und Ray Charles ist dafür zuständig, dass er Kirchenmusik clubreif gemacht hat. Ja. Das ist eine moderne Bezeichnung. Ja. Ja. Ich schwör, das ist. Ja, James Brown hat den Funk erfunden. Guck mal, es ist unfair gewesen damals, weil Elvis Presley ist ein überragender Sänger. Also der kann brutal singen und hat geile Songs gemacht. Aber er war, das ist Fakt, das sagt er aber selber auch, nicht so talentiert und so gut wie die schwarzen Musiker seiner Zeit. Sam Cooke, Jackie Wilson, James Brown, Ray Charles, er war nicht so gut wie sie. Aber er war trotzdem wichtig, weil wenn er nicht wäre, wären die auch nicht so groß geworden. Weil durch ihn, weil er hat das auch immer in Interviews gesagt, ja, das ist Rhythm and Blues Musik von den Schwarzen, die das da spielen. Also er hat es auch gesagt, und das haben wahrscheinlich die Leute abgefuckt. Ja, und dann hat sich auch so bewegt. Aber da, guck mal, da hast du gemerkt. Aber war das nicht zum Beispiel dieses Twist Again? Das ist Chubby Checker. Ja, war das vor Elvis? Nein, nach 10 Jahren danach. Okay, dann, weil ich wollte sagen, damals haben die auch so getanzt mit Frauen und so. Ja, genau, aber guck mal, als Elvis kam, und da habe ich mir gedacht, abgesehen jetzt von dem Rassenproblem in Amerika, weil Elvis kam auch zu einer krassen Zeit, wo es anfing, dass Schwarze immer lauter wurden und gesagt haben, ey,
das geht hier nicht, wir lassen uns nicht behandeln. Das heißt, er kam genau in dieser richtigen Zeit, dass der, das war eine wichtige Zeit der Rassenbeziehungen in den USA. Und was interessant an dem Film ist, was dir dann nochmal bewusst wird, ist der Verfall von Anstand in der Gesellschaft. Klar hatte das bei zu Elvis Zeit auch sehr viel mit Rassismus zu tun, weil die gesagt haben, ey, dieser Weiße, der tanzt wie ein Schwarzer, der singt wie ein, das passt uns nicht. Aber abgesehen davon, ihm wurde verboten, er wurde angezeigt und ihm wurde mit Knast gedroht, weil er auf der Bühne seine Hüften bewegt, so kreist, weil die gesagt haben, das ist sexuell. Das gehört sich. Guck mal, was Leute heute machen im Internet und auf der Bühne. Guck mal, wie in 60 Jahren, wie Moral und Anstand krass. So krass gekippt. Kannst du es nicht vorstellen? Das ist alles Schlampen geworden. Der Typ ist in Knast. Der Typ ist in Knast gegangen, weil er seine Hüften gekreist hat. Krass. Das ist voll faszinierend, wenn du so darüber nachdenkst. Ich glaube. Und da damals waren die Leute nicht dümmer. Es waren ganz normale Leute. Männer gab's, Frauen gab's, Musik gab's, Party gab's. Aber man hat gesagt, das ist unanständig. Kinder gucken Fernsehen, Erwachsene gucken, Frauen gucken. Das gehört sich nicht, dass er so seine Hüften. Guck mal, wo wir heute sind. Heute, Bruder. Ja, aber es ist so voll faszinierend. RTL 2, Dienstag, 22 Uhr, Swingerclub-Reportage. Ja, 16 Uhr fängt schon an. Also das ist so richtig. Also du denkst dir, wow, guck mal, wie die Gesellschaft damals war. Wie sie, und das war ja die westliche Gesellschaft, das war ja nicht so Nordkorea oder Saudi-Arabien. Das war die USA. Und da haben die gesagt, ey, das ist dreckig, das ist pervers. Alle, sogar Frank Sinatra war gegen Elvis. Echt? Ja. Der hat gesagt, der hat keinen Anstand, das ist verrucht, das ist dreckig, das ist beschämend, wie er sie tanzt. Ja, aber wie Anstand, was er war. Weil Frank Sinatra war so ein Typ mit Anzug. Ja, aber was erwartest du von einem Typ, der 25 ist, glaube ich? Noch jünger, der war 21, als er berühmt geworden ist. Ja, 24, ne? 25 und der mit einer 14-Jährigen übernachtet. Ja, genau. Auch noch. Ja, aber da, guck, das kommt auch noch zu der Zeit, das fanden die Leute nicht schlimm. Echt? Weil es normal war. Ich sag jetzt nicht, Pädophilie war normal. Aber er war 25, sie war 24, die haben ja auch, der hat ja auch 14. Sorry, der hat sie auch geheiratet. Ja, aber erst als sie volljährig geworden genau, ist. Und er hat eine Tochter mit ihr gezeugt. Das heißt, sie war, also sie wird nicht einen mentalen oder psychologischen Schaden davon getragen haben. Also für mich ist sie kein Missbrauchsopfer. Ja, die hat ja auch alles dafür gemacht, zu ihm zu kommen. Guck mal, die war ja... Ja, diese Geschichte hast du erzählt. Ja. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Nein, die ist wirklich so. Aber die ist im Film nicht gezeigt worden. Ja, im Film nicht. Normal, Alter. Aber es gibt, ihr könnt das, es gibt eine Doku darüber auf YouTube. Boah, Elvis, überleg mal. Und dann zeigen die auch, dass er wieder nach Deutschland kommt. Du kannst einfach nicht stationieren. Vor dem Laden gibt es doch dieses weiße Haus mit den Säulen. Mm. Da war früher ein Gentleman's Club drin, genau gegenüber. Ah. Und die ist mit 13 dahin gegangen, weil sie gehört hat, dass Elvis öfters da ist. Und warte, man muss noch sagen, je mehr man in der Zeit zurückgeht, ne, desto früher waren die Frauen reif. Das sage ich, ich möchte nicht, dass jemand meine Worte nimmt und sie umdreht, ne? Ich sag nicht einem 25-Jährigen, mach eine 14-Jährige klar. Ich sage, in den 50ern, in den 60ern war das nicht so außergewöhnlich. Und wenn du noch mehr zurück in die Zeit zurückgehst, zum Beispiel im Mittelalter, da weiß man das, hier in Europa, da war eine Frau mit ein Mädchen beziehungsweise, mit spätestens 12 verheiratet. Spätestens. Das war einfach so. Die war noch... Das siehst du aber auch, weil es gibt ja auch so Videos und Bilder von Lisa Marie Presley mit Elvis, wo sie, was weiß ich, wahrscheinlich 16 erst ist. Mhm. Ne? Die macht nicht, also ich weiß ja, wie 16-Jährige, die macht nicht den Eindruck von einer 16-Jährigen von heute. Macht einen Eindruck von so einer jungen. Es gibt aber Leute, die sagen, eine 16-Jährige jetzt ist reifer als damals. Das stimmt nicht. Das die sieht nur reifer aus, genau. Weil die mit Schminke und Hirolohurun das alles unterstützt. Ja. Aber man merkt, die sind niemals ein 16-Jähriger ist wie ein Kind. Ja, guck mal, ich kann sie jetzt verhält sich auch so. Guck mal, ich applaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Ja? Die Leute werden wahrscheinlich geschockt sein. Meine Oma hat meinen Vater mit 14 bekommen. Echt? Ja. Meine Oma hat meinen Vater mit 14 bekommen. So. Und er war der Jüngste von allen. Nee, mein Vater ist der Älteste auch. Okay. Ja, und der war der Jüngste, das ist geil.
Und es war normal. Und das war normal. Und wenn du meine Oma, da ist jetzt nicht eine Frau, die so einen Schaden hat, die so als Kind irgendwo in so einen Raum gezogen wurde und von so einem älteren Mann zu irgendwas gezwungen wurde, dann musste sie Kinder gewinnen. Das war normal. Die waren früh reif, die haben früh geheiratet. Was ich nochmal unterstreichen will, es war in jedem Land unnormal. Ja. Auch in Europa. Auch in Europa vor allem. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Guck mal, in Italien, die Italiener können mich gerne korrigieren. Ich meine, dass Italien immer noch, ich google es, bevor irgendwie mir Italiener auf den Kopf springen. Ich meine, dass Italien immer noch das jüngste Land, also das Land ist, wo die Frau am jüngsten sein muss, um ehereif zu sein. Warte. Alter Mädchen. So, nur damit wir jetzt laut Italien gehen. So. Ehemündigkeit ist das Wort. Europa. So. Schauen wir mal. Deutschland ist 16, kann das sein? Nee, ich glaube 18. Dann haben die es aber geändert. Du warst früh mit 16, durftest du hier heiraten. Ja, wie gesagt, und im Mittelalter in Europa war man mit spätestens 12 verheiratet. Das war so. Und aber guck mal, du musst ja auch so sehen. Ich find's gerade nicht. Sag mal bitte einen in Italien. Also ich meine, dass in Italien 15 ist. Dass du mit 15 mit den Erlaubnis deiner Eltern heiraten kannst. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber das ist ja auch normal, weil Frauen haben früh geheiratet. Also das war so normal in der Gesellschaft. Deswegen waren sie auch früher reif. Weil damals war ja auch die Rollenverteilung klar. Das war ja nicht wie heute. Damals war es klar, der Mann arbeitet, der ernährt die Familie, die Frau macht Haushalt, kocht. Wichtig? Das ja, so. Ja, deswegen hat so. Ein Mädchen das auch früh gelernt. Deswegen. Und deswegen waren die Frauen früher reif. Also waren sie früher reif. Ah, in Deutschland durftest du bis 2017 sogar, wow. Ja, durftest du mit 16 heiraten. Okay. Mit den Einverständniserklärungen von den Eltern. Das haben die aber geändert. Ja. Die Bundesregierung geht entschieden gegen Kinderehen vor. Künftig ist eine Eheschließung nur noch möglich, wenn beide Heiratswillige Volljährige sind. Okay, wie ist in Italien? Kannst du... In Italien meine ich, dass 15 ist. Und das ist ja auch unter heutigem Maßstab. 15-Jährige sind kleine Kinder. Ja. So. So. Aber wie ist es? Ich habe eine Frage an dich. Ja. Jetzt ernsthaft. Also moralisch gesehen. Ne? Laut, wenn wir das mit der eurozentrischen Brille uns anschauen. Wenn eine 15-Jährige einen 15-Jährigen heiratet, ist das dann okay? Was? Wenn eine 15-Jährige einen 15-Jährigen heiratet? Und Kinder, ne? Das sind Kinder, die haben doch gar keine Ahnung. Hier schreibt jetzt jemand in so einem Forum, das kannst du ja nicht nennen. Auch ab 16 mit Einverständniserklärung. Ja, in Italien, okay. Ich glaube, guck mal, alles, was in Europa oder in Deutschland entschieden wird, wird irgendwann europasiert. Ja, ist europaweit. Ich glaube, die nehmen sich da nicht viel. Nee, auch wenn auch ein 16-Jähriger sagt, heiraten. Ja. Die wissen doch nicht, was die heute essen und morgen wieder essen. Wie wollen die sich entscheiden, den Partner des Lebens gefunden zu haben? Ja. Also wie gesagt, Elvis, ist es moralisch fragwürdig? Wenn man sich das heute anschaut, ja. Ja. Er kriegt keinen Shitstorm wie zum Beispiel ein R. Kelly. Ihm wird nicht der Titel der King of Kong abgenommen. Allerdings muss man sagen, man muss fair sein. Das habe ich ja auch nicht bedacht. Ich habe früher auch gesagt, guck mal, Elvis hat doch das gleiche gemacht wie R. Kelly. So, man muss aber dazu sagen, er hat das Mädchen geheiratet. Er hat ein Kind mit ihr gemacht und es ist nicht so wie R. Kelly. Das ist was anderes. Heute haben wir so einen 50-jährigen Desotini-Mädchen, die Fans von ihm sind, zu sich lockt und dann einfach illegale Sachen macht. So, und damals, was Elvis gemacht hat, das war... Okay, er sagt ja, er hat bis zu ihr nichts mit ihr gemacht. Ja, da labert der Scheiße. Das ist doch Quatsch, Alter. Der ist doch nicht schlimm. Der hat die weggebrettert, Alter. Er hatte wahrscheinlich körperlichen Kontakt zu ihr, ja. Der hat die weggenudelt. Ja, doch. Oder Familienangehörige gucken doch. Wie der sich geschämt. Ich sag das nur wegen dir, dass du dich schämst für das Geld. So ein erwachsener Mann, so alt wie mein Vater. Ja. Wieso steht hier eigentlich Palmengrill 2? Was, es gibt zwei? Es gibt sogar mehrere. Aber ist Palmengrill 2 da, wo wir hingehen immer? Nein. Nein! Das zählt also nicht. Schwör? Ja. Könnt ihr nicht recherchieren? Könnt ihr nicht recherchieren, Alter? Nee. Aber ich hätte gerne in den 50ern gelebt. Lebt Priscilla noch eigentlich? Ja. Die lebt noch. Ja. Und die lebt von dem Geld von ihrem Mann.
Sie ist ja Witwe. Und wie sie davon lebt. Elvis ist ja bis... Warum will sie nicht unabhängig sein? Die kommt ja aus einer Zeit, wo eine Frau abhängig war von ihrem Mann. Ach so, deswegen. Ich finde, das Wort unabhängig müsste abgeschafft werden. Ja. Weil niemand ist von irgendwen unabhängig. Weil ich finde, man könnte das Wort ersetzen für mit dem neuen Wort für uns. Ich gehe für uns arbeiten, genau. Schatz. Oder nicht, damit du abhängig bist von mir. Ja. Ich das ist doch schön. Geh doch für uns arbeiten. Ja. Ich möchte auch Geld verdienen. Echt, Schatz, willst du das? Ja, ich möchte gerne für uns arbeiten. Ja, dann geh. Dann geh, kein Problem. Ja. Aber wenn du mir sagst, unabhängig, das verletzt mich, weil ich tue das für uns. Ja, boah, Scheiße. Vor 2 Minuten, was er gesagt hat, und jetzt, du bist einfach geil. So ein Chamäleon. So eine Wetterfahne. Ja. Einfach mal so, mal so. Meinst du, wenn die Priscilla Presley uns kennenlernt? Ja. Ne? Und wir sind stylische Typen. Ja. Und wir reden ein bisschen mit der, bringen die zum Lachen. Mhm. Können wir da sagen, ey, guck mal, du machst schon mal ein Minimum 50 Millionen im Jahr. Gib mal nur so ein bisschen davon ab. Nee. Ich denke mal, sie, ihre unnötige Tochter. Die mit Michael zu uns verheiratet war, was voll die echte Ehe war. Wie kann man so seinen Vater so... Warum ist sie nicht in die Fußstapfen von ihrem Vater gegangen? So Mucke. Ja, die ist ja nicht Mucke. Nicht Mucke. Ich stell mal vor, die Presley-Familie hätten so schöne Kleider angehabt, wie, wie heißt die von Queen, die Schwiegertochter? Von der Queen? Ja, von William, die Frau. Weiß ich nicht. Kate Moss? Nein, gell? Wie kommst du auf Kate Moss? Die heißt doch so. Nein. Catherine Zeta-Jones, irgendwas. Geil. Wie heißt die? Demi. Prinz Harry, der ist auch nicht ein ganz koscher, der Typ. Der ist nicht sauber im Kopf. Catherine, guck, sag's doch. Ja, was mit der? Catherine Zeta-Jones. Catherine, Herzogin von Cambridge. Und Meghan heißt Meghan Duchess of Sussex. Duchess of Sussex? Bruder, ich Duchess? So. Wie heißt diese Tochter nochmal von Lisa Marie? Ja, das ist die Tochter von Elvis, ja. Schon mal vor, so schöne Kleider. Sieht sich gut an. Nee, Lisa Marie Presley hat doch Musik gemacht, fällt mir ein. Ja, so Rockmusik. Ja, genau. Die hat so einen auf Avril Lavigne gemacht. Genau, stimmt, die hat ja doch Musik gemacht. Ja. Ja, stimmt. Und die hatte so eine Fake-Ehe mit Michael. Ja, warum hat sie? Ohne Scham. Beide sich blamiert. Und dann, wie die das damals aufgezogen haben. Ein Vater ist wichtig zu haben. Ja, klar. Wie die das damals aufgezogen haben. Der King of Pop mit der Tochter vom King of Rock'n'Roll. Mhm. Geh weg. Und dann sind die in diesem You're Not Alone-Video so vollgestellt. Michael mit seinem Kasper, der Geistkörper und diesem Handtuch. Die waren auch so zusammen im Zoo und so. Ey, Katastrophe. Auch die Kinder von Michael. Was ist das? Ja, sind ja nicht seine Kinder. Ja, aber was ist das? Ja, aber die sind auch verloren. Ja, normal. Da kannst du nicht normal aufwachsen. Warum? Wenn du so bist. Also ich muss sagen, Lisa Marie Presley, ne, wirkt noch sehr normal dafür, dass sie Elvis' Tochter ist. Okay, ich guck mal, was sie jetzt macht, die Alte. Lisa. Marie Presley. Lisa. Marie. Maria. Presley. Nee, Marie. Ja, Marie. Oh, die hat ja auch wieder Kinder. Ich gab dir meine Liebe, ich gab dir mein Geld. Guck mal, das ist ihr Kind. Wo bist du jetzt, Marie? Ihr Sohn. Ja, stimmt, ja, den habe ich gesehen, der ist ja ganz verloren. Benjamin Kauf. Really Kauf. Ey, wo ist Joachim Deutschland? Joachim Deutschland? Ja, wo ist der? Den würde ich auch gerne. Was für einen Song hat er? Ich gab dir meine Liebe, ich gab dir mein Geld. Und wo bist du jetzt, Marie? So. Ich gab dir meine Schlüssel. Jo, die ist 68 geboren, Alter. Ja, klar. Die ist ja geboren, wo Elvis noch gelebt hat. Wie alt ist denn die Mutter? Ja, 109. Sie war 4-mal verheiratet. Die erste Ehe mit Danny Cove, den sie über Scientology kennengelernt hatte, dauert von 1988 bis 94. Und dann hat sie direkt Michael geheiratet. Dann, Cove ist heute Bassist in ihrer Band. Ja. Heute. Ja. Inzest, Alter.
So. Wo war ich? Ich liebe den Scheiß so englische Namen. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Ihre 1989 geborene Tochter Riley Koff ist Schauspielerin und Model. Ja, klar. Jeder von denen ist im Irgendwas. 1992 geborener Sohn starb im Juli 2020. Stimmt. Durch Suizid. Ja, oh, stimmt. Oh, mein Beileid. Ja. Zwei Wochen nach der Scheidung von Koff heiratet sie den Popsänger Michael Jackson. Ja, das heißt, du weißt, dass es auf jeden Fall echt ist. Die Ehe hielt bis 96. Ja. Wir waren 4 Jahre verheiratet. Nein, der hat ja Michael 94, war das 4 oder 95? Okay. Ihr dritter Ehemann wurde 2022 Nicolas Cage. Ja. Von dem sie nach 3 Monaten geschieden wurde. Ja. Ist auf jeden Fall eine langfristige Frau fürs Leben. Im Januar 2006 heiratet sie den Musiker und Produzenten Michael Lockwood. Mit ihm hat sie 2008 geborene Zwillingstöchter. 2006 reichte sie die Scheidung an. Ey, was ist mit der Frau los? Da stimmt irgendwas nicht. Irgendwann musst du der Statistik glauben. 100-mal geschieden. 2003 brachte sie ihr erstes Album. Die Scheidungswoman. So mit J-Lo. Ja. The Divorced Wives. Bruder, 2003 brachte sie ihr erstes Album To Woman May Consent auf den Markt, auf dem sie den Tod ihres Vaters und ihren Ehen verarbeitete. Ja. Das Album belegte Platz 5 der Billboard 200. 2005 veröffentlichte sie ihr zweites Album Know What. Das Platz 9 der US-Albumcharts erreichte. Im Mai 2012 erschien ihr Album Stop and Grace. Storm. Als erste Single-Auskopplung wurde im April 2012 You Ain't Insane Yuffin Yet veröffentlicht. Also die hat nichts gerissen, Alter. Außer 4 Ehen. Die Gebühren, Alter, für den Pfarrer waren auf jeden Fall enorm. Die hat die Ehen gerissen. Wurde die Ehen gerissen. Jetzt guck mal, J-Lo, Ehe, J-Lo. Haben wir doch schon mal geguckt. Haben wir schon geguckt? Ja, ja. Wer ist noch so eine Bitch? Liz Taylor. Liz Taylor? Ja. Hat viel. Elizabeth Taylor. Michael Jackson hat die ja geliebt. Das war seine beste Freundin. Die hat auch, guck mal, wie viele Ehen hatte die. Okay. Die ist Rekordhalterin, glaube ich. Elizabeth Taylor. Also, Elizabeth Rosamond Taylor. Ja. Häufig auch Liz. 27. Februar 1932 in Hampstead, London geboren. So, bla bla bla. Hat 2 Oscars, Golden Globe. Kinder, Ehen und Freundschaften haben eine eigene Kategorie bei Wikipedia. So. Ja, die ist Rekordhalterin. Elizabeth Liz Taylor hatte 3 leibliche Kinder und eine Adoptivtochter und war abgesehen von zahlreichen durch Presse verbreiteten Romanzen und Verlobungen 8-mal verheiratet. Ja, Conrad Hilton Jr. hielt 1 Jahr. Dann Michelle Wilding. Michelle Wilding, Alter. 1952. Aus Wiesbaden. Aus Nauheim. 52 bis 57 geschieden. Ach was. Da kam das, da kam der erste Michelle Junior. Ja. Dann der dritte Ehemann hieß genau Michelle Todd. Die hielt 1 Jahr. Nicht mal 11 Monate. Was ist mit der los, Alter? Ach so, der ist durch einen Flugzeugabsturz gestorben. Das habe ich nicht gesehen. So, das habe ich nicht gesehen. Ruhe in Frieden, Alter. So, dann der Eddie Fischer. Eddie Fischer. 1959 bis 64. Okay, 5 Jahre. Ist schon gut. Sauber. Applaus. Ja. Für diese Betäler. Dann Richard Burton. Burton. Okay. 64 bis 74. Ja, 10 Jahre. Ja, okay, die steigert sich. Von Ehe zu Ehe macht sie mehr. Und dann hat sie ihm 75 nochmal geheiratet. Ja. Aber 76 geschieden. Ja. Dann John Warner. Aber es ist nicht dieser eine Warner, ne? Weiß ich nicht. 76 bis 82. Und dann Larry Fortensky. 91 bis 95. Und dann hat sie keine Ehe mehr geführt. Ja, die ist korrekt jetzt eingesehen. Ah. Was?
Taylor war seit ihrer Kindheit mit dem Schauspieler Roddy McDowall seit den Dreharbeiten für Ein Platz der Sonne mit Montgomery Clift und seit 1984 mit Michael Jackson befreundet. Seit den Dreharbeiten zu Giganten war Taylor außerdem eng mit Rock Hudson befreundet. Sie organisierte 1985 nach seinem Tod eine Gedenkfeier. Ihr Engagement für HIV-Infizierte rührte zu einem großen Teil. Danke, Alter. Danke, wir. Krass, Alter. Was war mit der los? Das ist geil. Jetzt guck ich mal weiter. Was guckst du? Die meisten ihn. Ja. Aber dann kommt dir irgendeiner, aber ist egal. Der Welt. Gucken wir. Hochzeitsrekorde zum Staunen. Okay, haben wir hier. Wo ist der Hochzeitsrekord? Da bin ich gespannt. Ich sag, eine Frau hält den. Was sagst du? Ey, selber Firmen, was? Macho, Macho, man. Die kürzeste Ehe der Welt. Ja, ja, das haben wir. In Kuwait hat ein Pärchen das habe ich schon mal vorgelesen hier bei diesem. Hast schon mal? Ja, ja. Scheiße. Elizabeth Taylor, acht. Wo wird am meisten geheiratet? Wo wird am meisten geheiratet, ja. Alles so komische Sachen. In diesen Ländern gibt es die meisten Scheidungen. Ist mich gespannt. Das hätte ich niemals erwartet. Ja, was? 87% der Ehen werden dort wieder geschieden. Boah. Bei der Hochzeit wird schon das Budget für den Scheidungsanwalt beiseite gelegen. Beiseite gelegt? Ja, steht gelegen. Luxemburg. Wieso ist da so eine hohe Scheidungsrate? Das sind doch nur 16 Leute wohnen da. Ja, wollte ich gerade sagen. Die wollen sich übermischen. Ja, Platz 2 Spanien, ja. 65%. Platz 3 Frankreich mit 55%. Mhm. Russland 51%, weil die Partnerin immer umbringen. USA 46%. Deutschland 44%. Jetzt gehen wir mal runter. Kanada. Krass, alles westliche Länder. Ist nicht faszinierend? Ja, weil hier darf man sich scheiden. Warum ist nicht Nordkorea da drin? Weil ich glaube, oder China? Ja, weil die keine Statistik rausgegeben haben. Australien, 38%. Na, alles westliche Länder. Krass. Ja. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Wie lange sind wir, Reda? Ja. Boah, wir haben schon hier auch. Das ist eine saubere Folge, Alter. Das war lustig. So, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Kommentiert, abonniert auf uns oder auf Spotify. Kommentiert. Was sollen die kommentieren? Dass wir krass sind. Ey, nochmal liebe Grüße an den Typen, den wir in Düsseldorf kennengelernt haben, der so, der gesagt hat, nicht auf www.nisa.tv. Ja, stimmt, das war der geilste. Der geilste Gag. Ja. Also www.nisa.tv. Stimmt, meine Tour geht los. Tour geht los. Wir werden auf jeden Fall alle da sein. Reza aka Afshin wird da sein am Pult. Shine aka. Guck mal, das ist richtig souverän mittlerweile, ne? Michael Garcia. Ja, der tut so, als wäre der so voll krass. Ja. Ich denke, dass wir. Bist du auch in Frankfurt? Ja, in der Kees wieder. Das ist immer das geilste Publikum. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall den Suez-Experten mit. Ja. Ich nehme Fasan mit, ja. Unseren Jura-Anwalt. Ja. Dann nehmen wir Reza mit, a.k.a. Afshin. Dann nehmen wir wen noch mit? Dulli wird da sein. Ja. Frankfurt müsst ihr alle kommen. Ich werde da sein. Die Habischer Gänge wird da sein. Ja, die sind immer da. So, und die anderen Städte schauen wir auch mal vorbei. Wenn du vorausgesetzt einlädst. Ja, ich lade dich immer ein. Also, meine Damen und Herren, ihr könnt mir keinen Vorwurf machen, Schein, du bist offiziell auf jedem Tourstopp eingeladen. Das zählt nicht. Doch. Nee, so einfach mach ich dir nicht. Nisa TV. Ich möchte gerne, dass du mir eine Einladung für jede Stadt gibst. Oh Gott, wie soll ich das machen? Wenn es dir nicht wichtig ist. Meine Damen und Herren, macht's gut, ihr geilen Säue. Ciao.